Ich will dich lieb, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. In deiner Huld, o Gott, gedenken wir in deinem heiligen Tempel, wie dein Name, Gott, so reich ist, dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Deine rechte Hand ist voll von Gerechtigkeit. Uns fehlt so viel an Gerechtigkeit, bitten wir um Vergebung. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Wir sind nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder, sodass wir nach dem Fleisch leben müssten. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, solange mich dein Glanz bescheint. Ich will dich lieben, Gottes Lamm, das starb am Kreuz.
ist Wahrheit. Heilige uns in der Wahrheit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit lehrte Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt wurde. Ihr Rücken war verkrümmt und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deinen Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, und sagte zu den Leuten: 6 Tage sind zum Arbeiten da. Kommt also in diesen Tagen und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat einen Ochsen oder einen Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese Tochter Abrahams aber, die der Satan schon seit 18 Jahren gefesselt hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen? Durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Das ganze Volk aber freute sich über all die großen Taten, die Jesus vollbrachte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gehört schon eine große Verbohrtheit dazu, wenn, wie der Synagogenvorsteher, sich empört, dass diese Frau geheilt wird am Sabbat, als ob das eine große Arbeit wäre. Der Sabbat ist natürlich der Ruhetag. So wie wir den Sonntag feiern für die Juden, ist es der Sabbat. Und da halten sie eben Sabbatruhe. Aber dass man dann so weit geht, dass nicht einmal eine Heilung erlaubt wäre, weil man meint, das wäre eine Arbeit. Für Jesus ist das keine Arbeit, sondern es ist ein Gnadenakt, eben eine Heilung, die er Kraft seiner göttlichen Weise der Frau zukommen lässt. Wie verkehrt man oft denkt, das wird hier vor Augen geführt. Man denkt so in Richtlinien, das und das muss so und so sein. Und wenn es nicht so läuft, dann ist es verkehrt und unrecht. Aber wir müssen uns an das halten, was uns von Gott vorgegeben ist. Die Gebote Gottes sind wichtig, aber auch nicht so, wie der Synagogenvorsteher es auslegt, dass am Sabbat, dem Ruhetag, nicht einmal eine gute Tat, die gar keine Kraft kostet, wo keine Arbeit dahinter steckt, verboten wäre. Jesus kann aus seiner göttlichen Kraft die Frau heilen.
Und er braucht dazu nicht starke Arme. Er braucht dazu nicht Schuften, was am Sabbat natürlich nicht erlaubt wäre. Er kann es aufgrund seiner Göttlichkeit verfügen, dass die Heilung geschieht. Denken wir daran, dass Gott vieles, vieles kann, und trauen wir es ihm auch zu, dass er heilen kann, dass er Dinge tun kann, die der Mensch nicht fertig bringt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, hat der Engel zu Maria gesagt. Und das sagt er auch uns. Für Gott ist nichts unmöglich, wir müssen nur glauben. So wie Maria geglaubt hat, so ist es auch für uns wichtig, dass wir Gott alles glauben und ihm alles auch zutrauen, alles Gute. Glauben heißt Vertrauen. Und in diesem Vertrauen lieben wir. Wir vertrauen Gott und lieben ihn dadurch und danken ihm auch dafür. Tun wir es jetzt auch, da wir einen Morgen erleben dürfen, an dem wir leben, an dem wir zur Kirche gehen konnten, an dem wir die Heilige Messe mitfeiern können. Alles ist ein Geschenk Gottes und als solches wollen wir es gerne und dankbar annehmen. Gelobt sei Jesus Christus. Wir vertrauen darauf, dass Christus auch heute noch Menschen aufrichtet. Deshalb bitten wir ihn. Wir bitten für alle, die deine Kirche leiten, um die rechte Freiheit des Herzens und des Geistes. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Menschen, die von ungerechter Gewalt bedrängt und unterdrückt werden. Herr, erbarme dich. Für die vielen, die unter körperlicher oder seelischer Behinderung leiden und oft keine Hilfe finden. Herr, erbarme dich. Für unsere Gemeinden, dass der Sonntag nicht bedrückende Pflicht sei, sondern Zeit des Aufatmens und der Freude. Herr, erbarme dich. Messintention für verstorbenen Priesterfreund Pater Eugen Krismer. Herr, erbarme dich. Herr, durch deine Botschaft und dein Handeln machst du den aufrichtigen Gang im Leben zum Kennzeichen eines Christen. Dafür sagen wir dir Lob und Dank, heute und in Ewigkeit. Amen. Ich lief verirrt und war verblendet. Ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und suchte das geschaffene Licht. Nun aber ist durch dich geschehen,
geehrte Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, unser Vater, deine Kirche bringt dir diese Gaben dar. Sie feiert den Tod deines Sohnes, aus dessen Seitenwunde sie hervorgegangen ist. Lass sie ihren Ursprung nie vergessen, sondern in dieser Feier Leben und Heiligkeit empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken für deine Liebe, die du uns niemals entzogen hast. Du hast den Menschen in deiner Güte erschaffen und ihn, als er der gerechten Strafe verfallen war, in deiner großen Barmherzigkeit erlöst durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Gnade und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. O Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast,
vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir wollen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Der Friede sei mit dir. Lamm Gottes, du nimmst hinweg Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort.
der Gedanke, der sich durch die ganze Messe hinzieht, nämlich dass wir Gott lieben wollen, setzt sich jetzt fort mit der 6. und 7. Strophe und möge sich auch fortsetzen dann im Lauf des heutigen Tages. Erhalte mich auf deinen Stegen und lass mich nie mehr irre gehen. Lass meinen Fuß auf deinen Wegen nicht straucheln oder stille stehen. Erleucht mir Leib und Seele ganz, du starker Himmelsglanz. Ich will dich lieben, meine Krone. Ich will dich lieben, meinen Gott. Ich will dich lieben, Sonderlohne, auch in der allergrößten Not. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt. Gib, dass wir im Brot brechen und in der Lehre der Apostel verharren und in deiner Liebe ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.